Landsleute heute das Dienstfest zu feiern und zugleich die Erinnerung zu pflegen an das, was uns alle verbindet, diese große donauschwäbische Geschichte. Unter uns sind die Bilder vieler Kirchen aus dem Banat, unter uns sind die Standarten und Fahnen, und sie alle erinnern uns an das, was die Geschichte uns geschenkt hat. Und so wollen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes diese Fahnen, Standarten, die Bilder unserer Kirchen neu segnen und Gott bitten, dass sie für uns Zeichen seiner Gegenwart, Zeichen unserer Geschichte bleiben und uns immer neu aufrufen, im Glauben uns an Jesus Christus zu wenden. So lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in den Zeichen und Bildern schenkst du uns deine Gegenwart und lässt uns erfahren, dass du für uns da bist. Und sie erinnern uns zugleich an unsere Geschichte und all das, was uns geschenkt worden ist. So bitten wir dich, segne diese Bilder, segne diese Standarten, segne diese Fahnen. Und lass sie uns Erinnerung sein an deine Güte und Liebe und an all die Geschenke der vergangenen Jahrhunderte. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der uns eingeladen hat, ist in unserer Mitte. Er schenkt uns nicht nur sein Wort, er schenkt sich selbst unsere Speise, so viel liegt ihm an uns. So grüßen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes in Kyrie und bitten ihn um seine Gnade und sein Erbarmen. Thank you.
lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche aus allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sie das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann jeder von uns in seiner Muttersprache sie hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und Provinz, in der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tags der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwaben, meine lieben donauschwäbischen Landsleute, werte Gäste, Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens. In einer seiner Geschichten erzählt der englische Schriftsteller Charles Dickens von einem Mann, der das Gedächtnis seines Herzens verliert. Die vielen Ereignisse, Erfahrungen, die ihm in der Begegnung mit menschlicher Freude und menschlichem Leid, mit Sorgen, Nöten und Hoffnungen zugewachsen waren, werden ihm genommen. Dieses Erlöschen des Erinnerns wird ihm als Befreiung von der Last des Vergangenen angeboten. Doch bald zeigt sich, dass damit der ganze Mensch verändert ist. Die Begegnung mit dem Leid weckt auch keine Erinnerung an Erfahrungen der Güte und der Versöhnung mehr in ihm. Mit dem Versiegen der Erinnerung ist zugleich auch der Quell der Anteilnahme und der Zuwendung entschwunden. Damit die Erinnerung unseres Herzens nicht erlischt und wir zugleich offen bleiben für einen heilenden und mutmachenden Blick in die Zukunft, sind wir in Ulm zum diesjährigen Heimattag der Bernater Schwaben zusammengekommen. Wir tun es in diesem Jahr auch in Erinnerung an die Befreiung Temeswars vor 300 Jahren und damit an den Beginn einer langen, herausfordernden, fruchtbaren Geschichte und dem Werden eines neuen Volksstammes im Südosten Europas. Wir tun dies nicht weniger, weil wir nach vorne schauen und unsere Geschichte fortschreiben wollen in die Zukunft. Wer seine Vergangenheit vergisst, verliert die Zukunft. Wir erinnern uns gerne und mit berechtigtem Stolz an das, was unsere Vorfahren in Banat, in der Batschka, in Sirmi, in der Baranja aufgebaut und geleistet haben. Wir erinnern uns aber auch mit Wehmut und Schmerz an das, was wir infolge der beiden Weltkriege und des vergangenen Jahrhunderts erlitten haben.
und an die Heimat, die wir verloren haben, aus der wir vertrieben wurden, aus der wir flüchten mussten oder schließlich ausgewandert sind, weil wir unterdrückt wurden und dort keine Zukunft mehr sahen. Wir begehen den Heimattag, 300 Jahre Banater Schwaben, nicht nur mit einer Kundgebung, wie wir sie vorhin erlebt haben, nicht nur mit Empfängen und Begegnungen, Konzerten und Unterhaltung. In der Mitte des heutigen Pfingstsonntags steht der Gottesdienst. Dies entspricht unserer Gewohnheit und Tradition. Denn der Gottesdienst führt uns zur Erinnerung vor Gott. Und die Bibel mahnt uns, denk an die Tage der Vergangenheit. Es gibt kaum eine andere Gemeinschaft, die dem Erinnern und Gedenken so verpflichtet ist wie die Gemeinschaft des christlichen Glaubens. Wir feiern im Gottesdienst die Erinnerung an die Heilstaten Gottes und deren Vergegenwärtigung, die lebendige Erinnerung an seine immerwährende Nähe und Gegenwart durch alle Zeiten und Epochen hindurch. Unser Gottesdienst lebt aus dem grundlegenden Auftrag Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Gedenken an Gottes Wirken, auch in unserem Leben, gehört zentral zu unserem Leben vor Gott. Und dies tun wir heute und tragen alles vor Gott, was über Jahrhunderte gewachsen war, was wir verloren und erlitten haben, dass wir neu anfangen und neu Heimat finden durften. Es sind mehr als 70 Jahre, dass ich aus meinem Heimatort vertrieben und in Titos Vernichtungslager deportiert wurde. Es hat 50 Jahre dann gedauert, bis ich meinen Geburtsort Filipowa in der Batschka, meine alte Heimat, erstmals wieder besucht habe. Aber sie ist in mir lebendig geblieben. Sie ist nicht nur ein Teil meiner Lebensgeschichte, sie ist ein Teil von mir. Doch, liebe Schwestern, liebe Brüder, was ist Heimat? Was macht Heimat aus? Am stärksten wird dies einem bewusst und am tiefsten wird sie erlebt, wenn man weg ist, wenn man sie verloren hat, wenn sie einem fehlt. Mit der Heimat geht es uns ähnlich wie mit unserer Gesundheit. Wenn sie fehlt, uns gar genommen wird, kommen Schmerz und Trauer. Wer noch nie Heimat, Freunde, Verwandte und Nachbarn, einen liebgewordenen Dialekt, eine vertraute Landschaft hinter sich lassen oder gar gezwungenermaßen verlassen musste, kann kaum verstehen, welcher Schmerz damit verbunden ist, wie lange das Herz und die Gedanken noch in der verlassenen Heimat bleiben. Vielleicht muss man tatsächlich erst heimatlos werden, um zu spüren, was man vermisst und wonach wir uns alle sehnen. Und was ist Heimat? Ein Ort, eine Landschaft, die Sprache, Geschichte und Tradition, ein Gefühl, eine Idee, Kindheitserinnerungen oder die Herkunftsfamilie? All das gehört dazu. Doch Heimat ist mehr. Heimat ist dort, wo ich meine Wurzeln habe, wo ich mich wohl und zu Hause fühle, wo ich mich für meine Anwesenheit nicht rechtfertigen muss, wo ich angenommen und anerkannt bin, so wie ich bin. Und diese Heimat, Schwestern und Brüder, lebt in unserer Erinnerung und in unseren Herzen. Doch ihr Verlust hat uns nicht zur Resignation, Lethargie geführt. Im Gegenteil, die Erinnerung an den Wert der Heimat hat uns geholfen und beflügelt, in der neuen Umgebung wieder Wurzeln zu schlagen. Und wir finden in dem Maß wieder Heimat, wie die Liebe zu den eigenen Wurzeln und zur eigenen Herkunft in uns lebendig bleibt und gepflegt wird. Die Liebe zur eigenen Herkunft will nicht abschotten und nicht abgrenzen, sondern helfen, die anderen zu verstehen, die Bedürfnisse und Interessen der Mitmenschen wahrzunehmen.
ja zu versuchen, aus der Position des anderen heraus auch zu denken und zu fühlen. Denn so sagt Václav Havel zu Recht, die Heimat ist ein Tor, das den Weg zu den anderen öffnet. Als Heimatvertriebene und Aussiedler bringen wir die Erfahrung mit, dass es für eine gemeinsame Zukunft entscheidend ist, aufeinander zuzugehen und Brücken zueinander zu bauen. Wir bringen ja die Erfahrung mit, was es heißt, mit Menschen anderer Nationen, anderer Sprache, anderer Konfession und anderer Traditionen zusammenzuleben. So bauen wir bewusst und engagiert an einem gemeinsamen Europa. Gerade in den schwierigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir erfahren, dass eine andere Macht, dass Gott uns getragen hat und uns die Kraft gab, auf unserem oft so harten und schweren Weg nicht zu resignieren und die Hoffnung nicht zu verlieren. Es ist die große Glaubenstradition unserer Vorfahren und ihre tiefe Verankerung im Glauben, die auch uns getragen hat und trägt. Ich bin dankbar, dass wir dies bei unseren Treffen und durch unsere jährlichen Wallfahrten zum Ausdruck bringen. Wenn Papst Franziskus die Volkskirche und die Wallfahrten so sehr schätzt, so tut dies auch unsere Erfahrung als Donauschwaben. Sie stärken unser Vertrauen und geben unserem Glauben, unserer Spiritualität und Frömmigkeit ihre Wärme und bergende Heimat. Und sie helfen uns auch, bei aller Wertschätzung der alten Heimat und bei aller Trauer über ihren Verlust, uns dessen bewusst zu bleiben, dass alle Heimat in dieser Welt nur vorläufig und unsere eigene Heimat im Himmel ist. Mein Lebensweg, der mich mit 6,5 Jahren meine Heimat verlieren ließ und dazu führte, dass ich danach über 30 Jahre jeweils nur für einige Zeit Halt machte, hat mich erleben lassen, dass ich in dieser Welt Pilger bin. Pilger auf dem Weg zu meiner ewigen Heimat bei Gott. Aus vielen Begegnungen und Gesprächen mit Landsleuten und anderen Heimatvertriebenen weiß ich, dass das Wissen, in dieser Welt nur Pilger zum großen Ziel unseres Lebens zu sein, ihnen Kraft gab, nicht zu resignieren, sondern sich in der großen Perspektive unseres christlichen Glaubens festzumachen. Das hindert uns nicht daran, dankbar zu sein, in eine Heimat hineingeboren worden zu sein, die uns Vertrauen und Geborgenheit gab. Das hindert uns nicht, Gott für alle Erfahrungen von Heimat und für alles Angenommensein in dieser Welt zu danken, ihm heute zu danken, für die Befreiung Temeswars vor 300 Jahren und für die mehr als 250 Jahre fruchtbare Aufbauarbeit im Südosten. Es hindert uns nicht, Gott zu danken für die Gemeinschaft der Banacher Schwaben und alle frohen Begegnungen und Ermutigungen, die viele durch sie erfahren. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann, sagt der Dichter Jean Paul. Nun, wir lassen uns auch unsere Erinnerungen nicht nehmen, auch wenn es nicht nur Erinnerungen an ein Paradies sind. Wir sind geprägt von unserer Geschichte, wir stehen zu ihr und lassen uns auch von niemandem nehmen. So machen wir uns denn das Wort des dänischen Theologen und Philosophen Søren Kierkegaard zu eigen, der aus tiefer Einsicht in das Leben der Menschen feststellte, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Weil wir unserer Geschichte bewusst sind und aus ihr Kraft schöpfen, schauen wir nach vorne. Nach vorne in eine Zukunft in Europa, die kraftvoll mitzugestalten wir entschlossen sind. Als Christen wissen wir, dass wir dazu die Kraft und die Hilfe eines anderen, den Segen Gottes, brauchen.
so danken wir heute nicht nur aus vollem Herzen Gott für alles, was er uns geschenkt hat und dass wir wieder neu anfangen durften, sondern bitten ihn auch um seinen Segen, für unser Banater Schwaben, für unsere alte Heimat, für unser Europa und nicht zuletzt für all die Menschen, mit denen wir verbunden sind. Amen. An der Stelle des Glaubensbekenntnisses singen wir gemeinsam das Lied »Hier liegt ein Land in frühlingswarmer Sonne«. Der Text ist von Nick Franzen aus Hatzfeld geschrieben und wir schließen uns im Refrain seinen Worten an und singen sie gemeinsam mit. Ein Träumegleiter war, wo schwer man schuf, doch nachher dann mit Wonne den Segen man genoss von Jahr zu Jahr. Hier lauft's mein Herz, hier große Schöpfer zu. Herr unser Gott, am heutigen Pfingstfest
bitten wir dich um dein Erhören. Wir stehen voll Bewunderung und Dankbarkeit am Ende der Geschichte. 300 Jahre Banat, Menschen, die in Tod, Not und Brot ihr Leben gemeistert haben. Lasst uns in Liebe ihrer gedenken und weiter aufrecht gehen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes hast du dein Kreuz getragen und die Welt erhört. Verwandle durch deinen Geist allen Hass in Liebe, alles Leid in Freude und jeden Krieg in Frieden. Du hast Feuer auf die Erde gesandt und willst, dass es brenne. Entzünde unsere Herzen mit der Kraft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. In der Kraft des Gottesgeistes bist du aus dem Tod ins Leben gegangen. Nimm die Opfer unserer Geschichte und die Toten der Lage in deinen Frieden. Wir bitten dich, für alle, die sich zu diesem Festgottesdienst versammelt haben, nimm unser Lob und unseren Dank entgegen und schenke uns Einigkeit und Frieden. Denn du, o Herr, bist das Leben und dir danken wir für die Zukunft, jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie ein Herz. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
Vater immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du dir das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt für alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Lieben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf den Erden rund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Mit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Gerhard, dem Schutzpatron des Banates und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Schau auf ihrem Weg mit deinem Diener, dem heiligen Papst Franziskus, unserem Erzbischof Robert und der Gemeinschaft der Bischöfe, unseren Priestern und Diakonen, alle, die zum Diensten der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlöster. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Des Herrn und Erlösers Gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenbringe. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen der Gemeinschaft und des Friedens. Thank you.
Und der Heilige Geist. Amen.